US-Präsident Donald Trump will die Grenzbefestigung zwischen den USA und Mexiko massiv ausbauen. Für diese Mauer 2.0 hat die US-Regierung jetzt bei 4 Firmen Prototypen bestellt, die in San Diego, Kalifornien getestet werden. Testing will look at things like man werde testen, wie ästhetisch die Mauer sei, wie leicht sie überwindbar sei und wie sie Manipulationsversuchen widerstehe. Damit man sich schon einmal von der Ästhetik überzeugen kann, gab es noch ein bisschen Anschauungsmaterial. So soll die Mauer in bebautem Gebiet aussehen. Und so wird die Ästhetik auf dem Land wirken. Fest steht jedenfalls, an der Grenze zu Mexiko wird sich einiges ändern. Einen so simplen Zaun wie bisher wird es künftig wohl nicht mehr geben.